Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 291 von Simotrans. Ja, der Michael Friedrich hatte geschrieben, dass wir hier mit der Straßenbahn in Adenau zwei Ringe, BSD ist falsch, bauen können für die Straßenbahn, die dann in die gleiche Richtung fahren und dann sollte das kein Problem sein. Da muss ich mal dran arbeiten. Irgendwie klappte das ja nicht mit den Signalen. Habe ich hier nicht mal eins hingestellt oder ist weggelöscht? Ja. Irgendwas passt hier nicht. Doch, da ist ein Signal. Und da ist auch ein Signal. Aber hier, oder habe ich das noch weggelöscht? Na, vielleicht habe ich es auch noch weggelöscht. Das kann sein. Ah, ich habe das zuletzt weggelöscht, damit die da durchfuhren, weil sie überhaupt nicht fuhren. Okay. Ja, würde ich sagen, nach dem Intro geht's weiter. So, dann schauen wir mal. Wir hatten hier ist ja die Bahn, die hier so lang fährt. Dieses Stück ist ja doppelt. Vielleicht sollten wir hier machen, wie der Michael geschrieben hat, und einmal den großen Ring machen. Vielleicht wäre das unter Adenau, hier Paulstraße, die ist der Umsteige für nach da fahren dann. Vielleicht kriegen wir das. Oder man macht den, nee. Ja, ich denke schon, dass wir das so machen könnten. Hier ist ja doppelt belegt, das würde bedeuten, hier können wir auch Umsteiger machen. Und der andere fährt einfach hier weiter. Vielleicht fährt man hier so rum. Zum Bahnhof. Hier stehen sie nämlich schon wieder Schlange, weil sie nicht weiter können. Ne? So sieht's aus. Ja, das ist jetzt ein Problem. Ne? Das werden wir jetzt wohl aufarbeiten müssen. Motorwagen auf Linie Straber-Adenau. Da sind Dreier drauf. Wir werden das jetzt ändern müssen. Linie ändern. Und zwar gehen wir mal dahin. Die ist schon passend. Dann nach da oben. Wiener Straße ist auch passend. Von der Wiener Straße geht es zu Copernicus. Ist auch passend. Dann zur Bravila. Ist passend. Schotterstraße. Ist passend. Sauerwerk. Mozart ist passend. Dann da unten ist der Jupiterweg. Ist passend. Paulostraße ist passend. Und dann machen wir nicht Ostdeutsches Rathaus. Das löschen wir da raus. Oder? Jetzt wird's kompliziert. Ostdeutsches Rathaus löschen wir raus. Wäre eine Idee. Aber wenn man hier die eine Linie so fahren lässt, die fährt hier wieder zurück und dann da hoch, würde doch auch gut funktionieren. Und die andere fährt einfach die Schleife hier. Dann wäre dieses Stück mal kurz doppelt belegt. Aber das ist ja nur ein Kreuzungsbereich. Vielleicht klappt das. Ich glaube, das machen wir. Das bedeutet, wir löschen eigentlich die Oststraße. Aber löschen wollen wir das nicht, sonst verlieren wir da die Fahrgäste vielleicht. Ne? Das sollte erstmal anders gelaufen sein, genau. Mach das nochmal zu. Wir brauchen eine Bahn von der anderen Linie, die jetzt wahrscheinlich hier auch irgendwo steht. Da ist sie. Straber-Adenau. Nee, das ist sie nicht. Linie Straber-Adenau, das ist die auch nicht. Ist sie das? Ja, Innenstadt. Dann lass uns die Innenstadt zuerst machen. Linie ändern. Genau, wir fangen hier an. Wo ist das? Am Adenau. Fügen dort ein. Diesen. Na super, das Einfügen hat nicht geklappt. Falsche Stelle. Wir müssen da und dann einfügen machen und dann da. So, fährt dann da hoch zum Starrenweg ist richtig, dann da zur Plieninger Straße, dann hier runter zur
Kastanien ist auch richtig. Und dann fangen wir an mit Einfügen. Da. Da. Nicht mit Einfügen. Oh. Hinzufügen wäre richtig gewesen. Ja, löschen. Löschen. Paulstraße ist, glaube ich, auch noch falsch, ne? Da müssen wir einfügen machen, weil wir da die Starrenstraße jetzt rausgenommen haben, ne? Da fährt da lang, ja. Kommt dann da lang, Kastanienkrug, richtig. Kastanienstraße, nicht Krug, ne? Dann gehen wir wieder auf Hinzufügen. Nach Kastanie gehen wir auf hier, Jupiter, dann auf das. Und danach gibt's keine Haltestelle mehr. Passt also. Das ist die richtige Linie für den kleinen Kreis sozusagen. Passt. So. Und dann gibt's noch die Strabe Adenau. Die Linie ändern wir auch. Schwanengasse, Wiener Straße. Das ist bis Paulus richtig. Aber dann löschen wir das Rathaus daraus. Adenauer, Leute, Großbeckeral und Bahnhofsgasse ist dann hier rechts, ne? Ja, das passt dann wieder. So, fertig. Fertig. Schließen. So, jetzt ist die Frage, wer fährt? Ohne Route. Wieso ohne Route? Nee. Nee, jetzt. Trattor DG6 findet keinen Weg mehr. Wieso findet die keinen Weg mehr? Ich glaube, jetzt müssen wir die Signale nochmal bearbeiten, ne? Signale gehen hier mit weg, ne? Das ist schon mal weg. Das ist weg. Das ist weg. Hier gibt es keine Signale. Habe ich da eins hingebaut? Ich glaube nicht, ne? Nee. Okay, lass uns mal gerade nochmal die Strabe hier nehmen. Und Fahrplan. Und die soll erstmal zum Ostdeutschen Rathaus fahren. Das muss ja jetzt gehen, oder? Tut's auch. Gut. Der kann weg. Der kann weg. Jetzt müsste die ja auch fahren, ne? Weil hier ist denn das? Nee. Ah, die fährt auf jeden Fall. Die fährt wieder auch. Die fährt noch nicht. Fährt jetzt aber, weil diese fährt. Die fährt auch. Findet keinen Weg mehr. So. Das ist die Innenstadtgeschichte. Hat 109 Passagiere geladen. Findet aber keinen Weg mehr. Wo ist denn hier das Problem? Liegt's an der Oberleitung? Warte, da sehe ich irgendwas Rotes. Punkte, sind das da irgendwelche Sperrschilder? Jetzt haben wir die Orientierung leicht verloren. Da ist die Großbäckerei. Der sollte hier lang fahren. Hier lang fahren. Sieht aber eigentlich alles gut aus. Vielleicht fehlt es hier nur am Strom. Straßenbahn. Nee, eigentlich auch nicht. Wo ist denn hier jetzt das Problem, dass die da nicht rumfährt?
Wieso kann die da nicht rumfahren? Weil die den Weg reserviert hat, oder was? Signal hierfür bis nach da. So. Jetzt müsste sie ja eigentlich wenigstens bis zum Dingens vorfahren können, oder? Fährt sie aber nicht. Wo gibt es da das Problem? Gibt es hier irgendwie ein Problem mit der Straße oder was? Mit den Gleisen. Aber die sind ja schon gefahren, oder? Findet keinen Weg. Staumweg. Habe ich da dieses hier ausgewählt, dann wäre das das Problem. Nee, das ist daneben. Das ist ja schon richtig. Sie fährt jetzt aber auch. Okay. Jetzt müssen wir mal unsere Karte wieder auf normal drehen. Ich glaube, es war so, oder? Ja. Sieht so jetzt aus, als ob sie alle fahren, oder? So, gucken wir, ob die weiterfährt. Wenn die weiterfährt, haben wir es richtig gemacht. Sie fährt weiter. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die zwei Kreise und die sind auch ganz angenehm, glaube ich. Hier ist gerade beladen worden oder entladen worden. Die eine fährt so rum. Die Fahrgäste werden hier ausgetauscht. Oder da. Jeweils 97 zu Hause. Weil das sind ja die zwei Haltestellen, die von denen glaube. Nee, das ist hier unten auch. Nee, das wird gar nicht mal. Die fährt ja auch bis zum Bahnhof die andere. Da brauchen wir da gar nicht drauf achten. Also hier fährt ja beide, fahren ja beide Straßenbahnen lang. Die eine fährt nur hier wieder zurück. Ich glaube, dann haben wir das System einigermaßen hingekriegt. Ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt hier voll sind. Ja, alle drei voll. Das sieht gut aus. Jetzt holen wir noch gerade die andere hier rein, die hier fährt. Das ist die zweite. Ach, ich kann die nicht beide, aber die sind beide auch voll. Passt schon. Da müssen wir mal gucken, ne, dass das so weiterläuft. Spannend. Also hier haben wir 18.000 Gäste. Starnweg, Kasteinweg, Plieninger Straße. Da sind die vielen. Und ob unsere 100 Leute, die da immer hin und her wollen, dann reichen, das ist die nächste Frage. Ich habe schon fast die Vermutung, dass wir da noch so eine kopieren und noch eine draufsetzen. Ja. Statistikfight, nee, das ist schon alles soweit erstmal gut. Ja, ich denke aber, wir haben das Problem, dass diese Zahlen nicht weniger werden. Das wird größtes Problem sein, ne? Ich glaube, wir setzen mal noch einen. Auf die kleine Linie erstmal, auf die Innenstadtlinie. Und starten die jetzt. Wartet auf freie Strecke. Ich hoffe, die fährt jetzt richtig rum. Natürlich nicht. Fahrplan. Obwohl, wenn sie da erstmal ist, vielleicht schafft sie es dann da trotzdem noch vorbei. Die steht nämlich noch. Wollen wir hoffen, dass das gerade klappt, ne?
Die fährt nämlich durch und hat sich den Weg komplett reserviert, glaube ich. Das wäre sehr cool, wenn das klappt. So, jetzt müsste die auch wieder fahren, oder? Ah ne, die fährt erst, weil sie hier rumfährt auch. Die fährt die gleiche Linie da. So, 109. Fährt aber durch. Die fährt jetzt auch, ist klar. Die fährt ja jetzt zum Starnberg, ne? Ne, Plieninger Straße zuerst, aber ist nicht schlimm. Ja. Hier sind nur 11 Fahrgäste, ist also gut. Hier sind es 25, alles ist gut. Und Kastanien hat gerade abgeholt, aber da stehen 87, dann kriegen wir da auch ein paar weniger. Aber ich glaube, das ist eher weniger das Problem, ne? Achso, da ist jetzt gerade falsch gewesen. Ja, da ist der Halt. 28 Fahrgäste. Und 73 Fahrgäste. Hat die denn hier Platz? Nö. Wir werden sehen, wie es wird, oder? So, sie hat 28 Fahrgäste und fährt jetzt gerade zur Kastanienstraße und hat den Rest da aufgenommen. Passt. Ja, hier sind ja fast keine. Da ist das auch gut, wenn die da vorbeikommt. Die nimmt jetzt den Rest mit. Genau so ist es. Sehr gut. Das passt erstmal. Und dann geht's jetzt hier zum Vollladen, oder? Ja, 109. Und wie viel stehen da? Noch 8, okay. Ah, wird schon werden, denke ich mal, ne? Gut, dann haben wir diese beiden Geschichten fertig hingekriegt. Das hat wenigstens geklappt. Ich machte mit Michael geschrieben, dass ich das diese Folge oder nächste Folge schaffe, aber ich habe es schon diese Folge geschafft. Das ist schon mal gut. Seine Idee war prima, die habe ich auch hingekriegt. Ich gehe aber fast von aus, dass diese zwei Ringe von ihm anders waren, aber ich glaube, diese sind ja trotzdem ideal. Wir haben hier nur eine kleine Überlappung und also Gegenverkehrüberlappung hier und sonst haben wir beide, diese Strecke sozusagen ist mit beiden befahren. Und da werden dann auch Fahrgäste ausgetauscht, was ja auch gut ist. Dann sollte das erstmal passen, oder? Gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!